einreichen. Der unter Korruptionsverdacht stehende Regierungschef will damit einem Misstrauensvotum des römischen Parlaments zuvorkommen. Erich Kusch. Staatspräsident Scalfaro wird nach dem Rücktritt Berlusconis schon bald mit den Beratungen beginnen. Mit einem neuen Auftrag zur Regierungsbildung ist jedoch so bald nicht zu rechnen. Silvio Berlusconi hatte gestern in seiner Rede erklärt, dass Neuwahlen unausweichlich sind, wenn er und seine Regierung nicht bestätigt werden. Gegen baldige Neuwahlen hat sich dagegen die PDS, die Partei der demokratischen Linken, ausgesprochen. Erst müsse, so PDS-Führer Massimo D'Alema, das Wahlgesetz, das sich als wenig praktikabel erwiesen habe, geändert werden. Die Debatte gestern hat jedoch eindeutig gezeigt, dass die bisherige Koalition von Forza Italia, der Nationalen Allianz und der Lega endgültig auseinandergebrochen ist. Luftangriffe. Russische Kampfflugzeuge haben ihre Angriffe auf die tschetschenische Hauptstadt Grozny verstärkt. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax will die Regierung in Moskau zusätzlich bis zu 1000 Elitesoldaten in die abtrünnige Republik entsenden. Peter Josef Bock. Die vierte Nacht hintereinander Bombenangriffe auf die tschetschenische Hauptstadt und in der vergangenen Nacht sollen es die bisher schwersten gewesen sein. Insgesamt seien 12 Angriffe geflogen worden, Bomben und Raketen auf die Außenbezirke und die Innenstadt, ein Wohnhaus sei zerstört, danach seien 2 Tote geborgen worden. Eine Raffinerie im Norden der Stadt stehe in Flammen. Eine Bombe sei nur 200 Meter entfernt vom Präsidentenpalast eingeschlagen, Djocha Dudajew und seine führenden Leute sollen sich im Luftschutzbunker des Amtssitzes verschanzt haben. Seine Kämpfer ziehen Gräben zum Abwehrkampf in der Stadt. Friedensschluss. Die liberianischen Bürgerkriegsparteien haben in Ghanas Hauptstadt Accra ein Friedensabkommen geschlossen und damit einen 5-jährigen Kriegszustand beendet. Die Friedensvereinbarung sieht die Schaffung von Übergangsinstitutionen vor, die Wahlen für den Herbst nächsten Jahres vorbereiten sollen. Anfang 1995 wird zunächst ein 5-köpfiger Staatsrat an die Spitze des Landes treten. Im Verlauf des Bürgerkrieges in Liberia waren nach offiziellen Angaben mehr als 150.000 Menschen getötet und etwa 2 Millionen in die Flucht getrieben worden. Flammenhölle. Bei der Explosion eines Brandsatzes wurden gestern zahlreiche Passagiere der New Yorker Untergrundbahn zum Teil schwer verletzt. Ein Waggon stand in Sekundenschnelle in Flammen. Hermann Denecke. Der Brandsatz war von simpelster Art. Ein einfaches Glasgefäß, gefüllt mit hochbrennbarer Flüssigkeit und einem außen angebrachten Zünder. Möglicherweise ist er jedenfalls zu dieser Zeit und an diesem Ort versehentlich gezündet worden. Er ließ gestern am frühen Nachmittag einen mit Passagieren überfüllten Wagen der New Yorker U-Bahn in Flammen aufgehen. Der Zug hatte eben die Station Fulton Street in Downtown Manhattan erreicht. Die Türen waren bereits geöffnet. Fast geräuschlos, aber binnen Sekunden entzündete sich das Feuer. In panischem Schrecken drängten die Menschen auf die Plattform. Manche in brennenden Kleidern, manche mit brennenden Haaren. Mindestens 41 wurden durch Rauch und Flammen verletzt. 4, eine Frau und 3 Männer, lebensgefährlich. Die Polizei befragt seit Stunden einen 49 Jahre alten arbeitslosen Computerfachmann aus Brooklyn, von dem Augenzeugen vermuten, er habe den Brandsatz in seinem Schoß gehalten. Huckepackverkehr. Der Eurotunnel unter dem Ärmelkanal wird heute für den regulären Reiseverkehr geöffnet. Nach mehreren Monaten Verspätung werden nun Pkw und Motorräder in die sogenannten Shuttle-Züge verladen. Thomas Jung. 35 Minuten dauert die Zugtour unter dem Ärmelkanal. Von der französischen Autobahnabfahrt bis zur englischen Anschlussstelle muss man mit insgesamt gut einer Stunde rechnen. Der Shuttle verlässt die Verladeterminals bei Calais und Folkestone stündlich, ab Januar auch nachts. Tickets gibt's über die Reisebüros. Franzosen und Briten müssen für das Auto, das Motorrad oder den Kleinbus reservieren. Deutsche nicht. Mit dem offiziellen Start der Autoverladezüge am Vormittag beginnt für die Kanalfähren die eigentliche Konkurrenz. Das Streitobjekt, etwa 18 Millionen Passagiere jährlich. Die Preise für ein Autoticket bei Eurotunnel liegen zwischen 119 und 340 Mark. Das Wetter, stark bewölkt, aber überwiegend trocken, nur örtlich noch leichter Schneefall. Die Tagestemperaturen liegen heute bei 0 bis 3 Grad und gehen in der Nacht auf minus 3 Grad zurück. Der Wind kommt aus Nordost. In der Nacht und morgens dann wieder streckenweise Glättegefahr. Die weiteren Aussichten: bei Temperaturen um 0 Grad, zum Teil sonnig oder neblig trüb, aber trocken. Das war das HR Telegramm. Die Zeit, es ist 7.05 Uhr. Aber ganz genau. HR3, Radioservice. In Hessen und Rheinland-Pfalz in den Höhenlagen Glätte. Durch überfrierende Nässe fahren Sie bitte vorsichtig. Pop und weg. Mit Matthias Münch, guten Morgen.
Es ist 7:09, haben Sie auch noch ein bisschen Panik kurz vor Weihnachten. Was schenke ich bloß der Mutti zum Beispiel? Aber das ist doch ganz einfach. Oh, Frau Sommer. Ja, ich bin dein Tassengeist mit dem Verhöhnaroma. Tja, was gibt's denn, Frau Sommer? Schenken Sie der Mutti doch die Krönigung mit dem Verhöhnaroma. Das ist eine tolle Idee, da kann ich ja gleich eine Packung Tempotaschentücher schenken. Das ist ja wohl nicht dasselbe. Stimmt, die Tempotaschentücher schmecken besser. Benutzt oder unbenutzt? Oh, Frau Sommer, das ist ja ekelhaft. Aber im Ernst, schenken Sie mir doch meine niegelnagelneue Weihnachts-CD. Weihnachts-CD? Ja. Leise tröpfelt der Kaffee auf das kalte Buffet. Dem Christkindchen fiel aus der Hand. Es hat sich die Lippen verbrannt. Ach, Frau Sommer, wirklich, das ist aber Geschmack. Oder dieses hier. In den Herzen wird's warm. Drück den Feueralarm. Der Weihnachtsbaum brennt lichterloh. Jetzt reicht aber, Frau Sommer, wirklich. Hören Sie mal ein bisschen Pietät aber vielleicht. Mal, das verleiht doch dem Weihnachtsliedersingen eine ganz neue Dimension. So, wissen Sie was? Ich gebe jetzt den Begriff fliegende Untertasse auch eine neue Dimension. Ja? So? Welche denn? Diese hier. Tut mir leid, könnt ihr mir bitte einen Früchtetee bringen, ja? Einen Früchtetee bitte für mich, dankeschön. Und einen Wischlappen. 7:10. In the middle of the night, I go walking in my sleep. From the mountains of faith, to the river so deep, I must be looking for something. Something sacred I love, but the river is wide, and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Till I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Through the jungle of doubt, to the river so deep.
in the middle of the night. I go walking in my sleep through the desert of the truth. Also der die Mitte der Nacht ist eigentlich langsam vorbei. Es ist 7 Uhr und 13 Minuten. Pop uns weg, Hessenwetter. Tja, wenn es bei Ihnen schneien sollte, glauben Sie es mir, es ist nicht von Dauer. Spätestens heute Mittag hört es auf damit. Auch der Hochnebel soll sich im Laufe des Tages auflösen. Es bleibt kalt, aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen so zwischen 0 und plus 3 Grad. Die Tiefstemperaturen örtlich auch mal bis minus 3 Grad. Bis gleich. Zu Weihnachten das besondere Geschenk. Moments, das Parfum von Priscilla Presley. Ein faszinierender Duft, voller Romantik und Sinnlichkeit. A single moment can change your life. Moments, das Parfum von Priscilla Presley. Vor mehr als 100 Jahren lebte Friedrich Großholz mit seiner Familie im damaligen Vilbel. Getreu seiner Gesinnung pflegte er zu Weihnachten den Kindern seinen Wahlspruch ans Herz zu legen. Strebt stets nach dem wahren, guten, echten. Heute schmückt sein Bildnis das Etikett der Bad Vilbeler Urquelle, dem guten, stillen Mineralwasser. Wir wünschen Ihnen im Sinne des Friedrich Großholz ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Neulich an der Buckelpiste. Achtung! Was ist? Vorsicht! Buckelpiste! Du mit deinem Schal vor den Mund. Schütz deine Lippen halt mit Labelle UV Alpin vor Kälte und Gebirgssonne. Neu, Labelle UV Alpin. So schützt man Lippen bei Eis und Schnee. Unbedingt einpacken. Nicht vergessen. HR3 Wunschcontainer am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und am 1. Januar. Mit den größten Hits der letzten 30 Jahre. Tja, Tausende haben gewünscht und leider konnten wir nicht alles unterbringen, aber ab dem 13. Dezember liegen die Wunschcontainer Musikfahrpläne für Sie vor. Beim Haupteingang des Hessischen Rundfunks, in den Regionalstudios Kassel, Wetzlar, Fulda, Wiesbaden und Bensheim, in den Büros von Marburg und Erbach, im Hessentext Tafel 490 oder Sie schicken einen frankierten Rückumschlag an den Hessischen Rundfunk, HR3 Wunschcontainer in 60142 Frankfurt. Der Wunschcontainer, das Superhörer-Hitprogramm nur auf Hitradio. Viertel nach sieben. Oh,
stare at the world from deep under I do down. Es ist 20 Minuten nach 7. Geschenke, die keiner braucht. Für den Herrn, für die Dame, für das Kind. Die selbstgestrickten Wollsocken. Quadratisch, unpraktisch und immer zu groß. Besonders auffällig, die verstärkte Ferse, damit ihr Fuß tatsächlich in keinen Schuh mehr reinpasst. Natürlich aus 100% Polyamid und penetrant geruchsfördernd. Das unentbehrliche Geschenk für jede stinkende Schweißquante. Mühevolle Handarbeit für einen feuchten Händedruck und ein gequältes Dankeschön. Die selbstgestrickten Wollsocken. Unser Geschenktipp für heute. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt, Geschenke, die keiner braucht. Oh,
that I want is another Kaffee. Aber bitte nicht von Frau Sommer, um Gottes Willen. Es ist 7.23 Uhr. Hier ist HR3 Pop und Weg am Donnerstag vor Weihnachten. Ich wünsche Ihnen einen schönen weihnachtlichen guten Morgen. In the guitar is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, ten of your tin soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Lucky there is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. If you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, no, Nikita. Oh Gott, wir haben Besuch vom Osterhasen hier im Studio. Das ist doch nicht wahr. Sie wissen ja, HR3 Pop und BZV auch live in Hessen 3. Ja, danke schön. Ein Kollege vom Fernsehen ist hier, der Osterhase. Gut, es ist, was wollte ich sagen, 7.28 Uhr, um Gottes Willen, Musik, bitteschön. Jumping little record I want.
baby. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. Roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Und weg. Schlagzeilen. Es ist jetzt ganz genau 7.30 Uhr. Rom. Italiens Regierungschef Berlusconi wird heute Mittag bei Staatspräsident Scalfaro aller Voraussicht nach seinen Rücktritt einreichen. Paris. Der französische Senat hat eine Gesetzesvorlage verabschiedet, nach der sich die Unternehmer in Frankreich nicht mehr an der Finanzierung politischer Parteien und an Wahlkämpfen beteiligen dürfen. Athen. Der griechische Regierungschef Papandreou hat mit einem Vertrauensvotum die Abstimmung über seinen Haushaltsplan gewonnen. Osnabrück, das von Bundesgesundheitsminister Seehofer angestrebte Reformmodell über die volle Vertragsfreiheit ist vom AOK-Bundesverband begrüßt worden, da es zu Beitragssenkungen bei gleichen Leistungen führe. Düsseldorf, der FDP-Gesundheitsexperte Thome hat sich dafür ausgesprochen, dass künftig ärztlich verordnete Kuren zum Teil auf den Urlaub angerechnet werden. Hamburg. Wegen des Verdachts der umweltgefährdenden Abfallbeseitigung wird gegen Mitarbeiter der Hamburger Werft Blohm und Voss und des Mineralölkonzerns Shell ermittelt. Paris. Im Huckepack-Verfahren können ab heute Reisende mit Pkw und Motorrädern durch den Eurotunnel nach Großbritannien gelangen. Das Wetter stark bewölkt, kaum Niederschlag, mäßig kalt. Das waren Nachrichten in Schlagzeilen. 7.31 Uhr inzwischen. HR3, Radioservice. Stau oder stockender Verkehr auf folgenden Autobahn. Osterhasi, willst du auch einen Verkehrsservice lesen? Bitte schön, aber laut. A3, Frankfurt Richtung Würzburg, zwischen Frankfurt Süd und dem Offenbacher Kreuz 2 Kilometer. Da steht jetzt nicht Stau. Klasse. A3, Würzburg Richtung Frankfurt, zwischen Seligenstadt und Offenbacher Kreuz, sowie im Bereich der Anschlussstelle Hanau. A66, Wiesbaden Richtung Frankfurt, zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Hattersheim. A661, Egelsbach Richtung Frankfurt, zwischen Offenbacher Kreuz und Offenbach-Taunusring Unfall, sowie rund um das Offenbacher Kreuz. In Hessen und Rheinland-Pfalz in den Höhenlagen Glätte durch überfrierende Nässe. Tja, unser Osterhase heißt Holger Weinert, der TV-Moderator von Hessen 3. Der Kollege steht Ihnen jetzt unter 069 155 635 zur Verfügung für Ihre Fragen. Take it for a ride. You see me all wagging.
Oh, und da kommen Sie aber auch gerade reingerauscht, die Temperaturen und Messwerte. Guck mal, Holger Weinert, alter Fernsehmann, lies doch mal die Temperaturen und Messwerte vor. Komm, die Leute beschweren, mal ganz laut jetzt, ja? Komm, auf geht's. Darf ich dir mal eben den Hörer weiterreichen? Ja. Ja, kannst du mit der Dame bitte mal telefonieren. Und du machst die Messwerte. Gut, Messwerte, ach, das habe ich ja noch nie gelesen. Also, Nordhessen stark bewölkt, 1 Grad, kahler Asten, Schneefall, -3, was heißt denn hier, Schneehöhe, 10 cm, Donnerschlacht, da müssen wir hin. Wasserkuppe in Wolken, -4, Schneehöhe 8. Holger, pass auf, du machst weiter Dreizimmerküche. Holger, ich mache die Temperaturen und Messwerte, ich weiß, wie das geht. Ja, Mittelhessen stark bewölkt, 0 Grad, Feldberg in Wolken, -4, Rhein-Main-Gebiet stark bewölkt, 1 Grad, halt den Mund. Südhessen, Nebel, -2 Grad, Thüringen, Schneefall, 0 Grad, 2 cm Schnee. Fragen an Holger Weinert, ich kann mir das nicht vorstellen, aber wenn Sie unbedingt wollen, 069-155-635. Es ist 7:40 Uhr, 069-155-635. Fragen an Holger Weinert von Dreizimmerküche. Holger, wir sind gleich wieder da. Neuselters, die Mineralquelle für Dynamik und Energie. Natürlich, rein und klar. Neuselters Mineralquelle, auch mit wenig und ohne Kohlensäure. Neuselters tut echt gut. Die Welt der Wirtschaft. Analysen, Kommentare und Notierungen. Den täglichen Überblick gibt's in der Welt. Jetzt mit dem spannenden Börsenspiel und Preisen im Gesamtwert von über 50.000 Mark. Die Welt. Kostenloses Probeabo unter 0130 3839. Der Frauenduft,
dem kein Mann widerstehen kann. Fesselnd, hypnotisch. Hypno, der Duft der Frau. Von Otto Kern. Neulich an der Liftkasse. Tageskarte oder Skipass? Eine Tageskarte. Was wollen's? Tageskarte. Gnädige Frau, nehmen Sie doch den Schal vom Mund weg. Gegen Kälte und Gebirgsonne schützen Sie Ihre Lippen doch besser mit Labello UV Alpin. Neu, Labello UV Alpin. So schützt man Lippen bei Eis und Schnee. Unbedingt einpacken. Schon heute sehen, was demnächst im Kino läuft. Das neue Cinema. Exklusiv mit Videokassette. 90 Minuten Filmvorschau. Cinema Live. Kassette und Heft zusammen nur 6,50 Mark. Jetzt am Kiosk, solange der Vorrat reicht. Es kann ein ganz besonderes Vergnügen sein, einen Pilz zu trinken. Vorausgesetzt, es ist ein ganz besonderes Pilz. Oh, won't you stay just a little bit longer? Oh, please, please stay. Bitburger. Besonderes unter den Besten. Bitte ein Bit. 7.42 Uhr. One and only hessisches Radio Frühprogramm, Ladies and Gentlewomen. 7 Uhr und 45 Minuten, H3 Pop und weg. When I wake up in the morning light,
jeans on. I pull my blue jeans on. I pull my old blue jeans on. It's the weekend, and I know that you're free. So pull on your jeans and come on out with me. Nun ist aber fertig, mal die Jeans ausziehen, die Fußballschuhe anziehen. 7.48 Uhr, ne? Hat Maurizio Gaudino Autos verschoben oder hat die Staatsanwalt ein paar Fakten verschoben? Das wissen wir nicht. Klar ist nur so viel, Maurizio Gaudino hat gestern Abend sein erstes Spiel in England bestritten. Jürgen Krönig in London, wie hat er denn gespielt? Ganz ordentlich, nicht überragend. Er hätte ein Tor machen müssen, aber ansprechend genug, um Appetit auf weitere Spiele von ihm im Trikot von Manchester City zu bekommen. Und nicht zuletzt gab es für seine Mannschaft Manchester City einen bemerkenswerten 2:0 Pokal-Auswärtssieg bei Newcastle United, gemanagt von Kevin Keegan, wobei Gaudinho kein Tor machte. Er hätte eins erzielen müssen, aber immerhin ein anderer Deutscher, Uwe Rösler, erzielt ein Tor. 12.000 Mark kriegt er pro Woche angeblich. Wie haben die Fans ihn denn aufgenommen? Sehr freundlich. Viel Beifall, als er auflief im Trikot mit der Nummer 4. Man muss wissen, dass seitdem Klinsmann hier so glänzend bei Tottenham spielt, haben deutsche Spieler eine Art Vorschuss. Lorbeer bei den englischen Fans. Man erwartet viel von ihnen, man erwartet viel von Gaudinho und so. Die Kommentare waren danach: eleganter Spieler, technisch gut und ist erstaunlich viel für einen Deutschen gelaufen. Es ist natürlich keine ganz normale Verpflichtung, diese Verpflichtung von Maurizio Gaudino. Da ist natürlich dieses Verfahren am Schweben. Wie ist denn die Diskussion in der Öffentlichkeit? Ist die abgeschlossen jetzt inzwischen? Nein, neu angeheizt, und zwar durch eine Bemerkung seines Managers Brian Horton. Der hatte die Entscheidung, Gaudino trotz der laufenden Ermittlungen in Deutschland auszuleihen, mit dem Argument gerechtfertigt, einen Spieler dieser Klasse könne man sich schließlich doch nicht durch die Lappen gehen lassen. So eben, als ob fußballerische Qualität alles sei und die Moral nichts bedeute. Andererseits beruft sich Manchester City auf ein bewährtes Prinzip, die sagen nämlich mit Zweifel für den Beschuldigten, und das meinen insgesamt auch die Fans. Und insofern hat Gaudino eine Chance hier mit seinem englischen Neubeginn, aber er muss zeigen, dass er nicht nur sportlich was bringt, sondern dass seine Aussage gestern Abend wirklich stimmt und zutrifft, dass er nämlich unschuldig sei und aus Zufall und unbeabsichtigt in die Gesellschaft undurchsichtiger Freunde geraten sei. Na gut, dann würde ich sagen, wir behalten den Fall im Auge, Sie behalten Maurizio und den Fußballer im Auge. Jürgen Krönig aus London, vielen Dank. Tschüss.
HR3 Pop und Weg am Donnerstag. Es ist 7.53 Uhr. Sie können uns ja auch live in Hessen 3 erleben. Heute zu Gast bei uns Holger Weinert von Drei Zimmer Küche. Holger, er beantwortet Ihre Fragen. Unter 069 155 635. Er macht das sehr gut. Er hat ein neckisches kleines Osterhasenkostüm an. Aber es verbirgt zumindest seine Glatze. Also es hat was für sich. Gell? Aua, Holger, lass das, aua! Hier kommt die kleine Quizfrage. Was ist am Samstag nachts? Saturday night is holy night. Richtig. Wenn Sie es gewusst haben, tja, tut mir leid, gibt keinen Preis heute. Aber Rolf Müller war auf einer Weihnachtsfeier im Krankenhaus. Es endete tödlich, wie die Patienten sagte. Sie erfahren mehr dazu in Extra. Das war Pop und Weg. Musik Werner Röder am Mikrofon Matthias Münch. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß hier bei uns. Running wild, I dance just like a little child to bring you neath the mist.
Nachrichten.